Was für ein C-Dings da? Ich hab noch einen, okay. Schauen wir mal. Hast du schon ein bisschen getunt rum gemacht oder was? Ich habe bis jetzt nur die Autos genutzt, die ich bekommen habe. Einmal so ein Buggy musste ich kaufen. Hui. Was ist mit dem? Irgendwie ist es immer die gleiche Strecke, denke ich mir. Ich bin doof, weil irgendwie ist es immer das gleiche. Die Time Trials. Gleiche Strecke wie vorher. Hä? GZ? Okay. Ja, besser als der schlechteste auf der Welt. Aber 3724, keine Ahnung, was das soll, ey. Einfach in ASMR reingehen. So, was haben wir denn hier Schönes? Naja, was war denn hier? Rundstücke Anfänger. Aber ich glaube, das mit dem Rivalen-Ding zählt gar nicht. Du hast dein Ziel erreicht. Du musst Solo fahren. So, ja, sorry. Falls auch die Horizon-Veranstaltungen dich nicht zufriedenstellen, erstelle deine eigenen. Hier kommt das Event Lab. Gibt's so einen anderen? Meine Lokal? Meine geteilten? Heute beliebt. Kein, mach mal Event, dann fahr ich das. muss ein Event machen, dann fahr ich das. Nicht so geil, besonders wenn ich jetzt hier Auto fahre, Mausi, moin. Das ist schwierig. Ja, nicht so lang, nur kurz, ganz ein, zwei Kurven. So eine Strecke von einer Minute. Eine Minute. Eine Minute, 1:10. Es war am Anfang okay, aber je länger ich wache, desto schwieriger ist es. Wenn ich hier Auto fahre, ist dann noch wilder hier. So, war aber jetzt schon ewig weg, war ich gerade. Und bei dir, Herr Frau Chaos?
könntest du schon, wir könntest du zumindest mal adden keinen oder so. Ich spiel doch gar kein Ark. Ich spiel doch Forza. Ich tu mich auf Forza konzentrieren. Auf die Nuss willst du es auch noch? Perversling. Was ist mit dir? Ja, mit der Ruhe hier. Wie läuft's? Wie läuft's mit Lukas? Alles gut mit euch beiden. So, du bist World First Mod bei ihm, klar. Das war alles Beste. Ich habe mich heute bei Xbox umbenannt. Ich hieß seit 2002 oder 2004 so. Jetzt habe ich, ich hieß Galaxy Fighter und jetzt heiße ich Gex irgendwas 3724 oder so ein Scheiß. Aber stimmt. Außer der Urknall, Pupsi. Also mal ganz ehrlich, ich bin jetzt ganz viele Veranstaltungen gefahren, aber das ist doch immer die gleiche Strecke. Das sind immer die gleichen Kurven, hä? Verstehe ich nicht. Ja, eben nicht. Das ist hier rausdrängt. Jede Kurve ist meine Kurve, wo ich sie alle kenne. Hä? Aha, ja. Da guckt ihr mir, der Kappe. Da lass ich nicht rein ins Zimmer, der Cup. Da guckt er nur zur Tür rein. Ford Bronco Bastion. Eins von den besten Autos hier vor Bronco. Aber läuft ultra geil auf der Xbox, ey. Ich glaube, die Grafik ist auch okay und 60 Frames reicht dicker bei dem Spiel. Ich habe es auf PC gespielt vor 2 Tagen. Da bei mir immer so viel läuft, gab es zwischendurch so Lags irgendwie, oder? Es war vielleicht nur wegen der Online-Verbindung, hat immer wieder unterbrochen, keine Ahnung. Vielleicht ist jetzt irgendwas gepatcht worden oder so. Also vor 2 Tagen lief es noch nicht so flüssig. Aber ich dachte mir eh, wenn ich auf dem PC nur 60 Frames laufen habe, kann ich gleich auf Konsole zocken. Ich glaube immer so Stuttering. Ja, ich habe hier nur nicht Chrome offen, ich habe ja 1000 Sachen gleichzeitig offen. Und manche Spiele sind anfälliger, manche nicht. Ich habe halt
32 GB RAM. Und als ich Forza gestartet habe, hatte ich insgesamt mit allem drum und dran 25 GB von 32 offen. Wallpaper Engine sowieso wild. Erstmal wieder Casino hier. Oh. Und was treibst du heute, Klaus Mausi, für Schweinereien? Bist du am Zocken? Ach so. Empfohlene Auszeichnung. Ich liebe Straßen. Schließe alle Straßen ab. Achso, ich dachte, Lukas macht heute einen Raid. Jetzt gehen wir mal dahin und wir. Ja, bei Sascha. Ja, zum Fick ist wieder Sascha. In 400 Metern rechts abbiegen. Wieso eigentlich abbiegen? Wieso eigentlich nicht direkt zum Ziel? Wo ist denn das Ziel? Ich habe noch Automatik hier. Ich will wirklich die entspannte Version zocken. Obwohl ich eigentlich Bock hätte, mit Lenker zu fahren. Aber es ist ja sowas von Arcade. Ich glaube, das ist schwierig dann. Sowas, ich glaube, es ist schwierig mit Lenkrad. Obwohl in manchen Kurven, als ich vorhin Time Trial gefahren bin, dieses Rivalen, hätte ich mir gewünscht, dass er in zwei, drei Kurven nochmal kurz runtergeht, den Gang. Was hast du nochmal für eine Grafikkarte, Pupsi? Lol. Super, okay. Oh. Das sind meine 1080 besser. Und Prozessor hast du schon 6 oder 8 Kern? Bei mir struggelt Windows oft, weil ich so viel offen habe und ich noch 4 Kern habe, ey. So vorstellen, ich fülle immer so. Der ganze Stuff, den ich offen habe, fülle ich immer 20 GB. Ich habe ein Chrome offen. Dann habe ich, zwei Edge offen, dann habe ich hier ein Chatprogramm offen, dann alles mit verschiedenen 1000 Tabs, dann EA App, Epic App, Battle.net, Add-on Gedönse, keine Ahnung, 20 GB Sachen habe ich offen. Sechs, siebener hat noch vier Kerne. Ich habe einen 7-7er. Aber du musst trotzdem super geil laufen, Forza. Hast du einen Benchmark-Test gemacht auf höherer Grafik? Bei mir ist es da, keine Ahnung, 60 irgendwas. Und ich habe heute erst die neuesten Grafikantreiber draufgetan. Forza hat bei mir gemeckert, ey, du hast keine neuesten Grafikantreiber, was soll das? Habe ich gesagt, bleib hier im Arsch, aber trotzdem.
Und heute, als ich was am PC machen wollte, hat sich irgendwie Maustastatur verabschiedet. Ging nur noch Steuerung Alt entfernen. Und dann habe ich den PC neu gestartet, habe dann gleich neue Grafikkartentreiber drauf und komplett Windows Update gemacht. Ja, du kannst ja das 60 FPS Cap ausmachen, ne? Habe ich mal gemacht gehabt, aber da gibt es so Tearing. Und dann gibt es, das Bild zu zerrissen, das nervt halt. Weil ich dann lieber Faustig an 60 Frames so gut ist. Deswegen fahre ich auch mit dem Bronco, das ist ein spannendes Auto. Das, wenn ich jetzt das gleiche Rennen mit einem anderen Auto fahren würde, wäre der Schwierigkeitsgrad 10-mal höher, obwohl es gleich eingestellt ist. Bei mir ist es gedroppt in den Frames, als ich als ganz viele Autos waren im Regen. So, jetzt bin ich locker Erster geworden. Ja, genau, wegen dem langsamen KI-Autos. Jetzt fahre ich das gleiche Event, falls ich es nochmal finden würde. Ich glaube langsam, wenn ich dich nach jedem Straßenrennen-Sieg anrufe, hast du mich schon sehr bald satt. Dann ja, auf jeden Fall. Jetzt fahren wir mal hier. Er tut jedes Mal. Diese Erfolge da einblenden, kann ich das Event nicht starten. Lass mich doch in Ruhe. Wenn du willst, kannst du jede Herausforderung am Armaturenbrett anheften und deine Fortschritte verfolgen. Okay. Ich will einfach nochmal das Event fahren, lass mich doch. Jetzt hat hier Solo-Rennen, Bolocho und dann machen wir mal, was machen wir denn? S1 838. Ich glaube, wir haben gar keine Chance, die Rennen ist voll davon. Achso, ich darf nur bei jeder zweiten Kurve lenken, oder? Ich bin vorher so cool gefahren, ey. So, nur die Wahlrennen ganz alleine gegen Ghost. So eine Art Time Trial. Es hat so Spaß gemacht, wieder Formel 1 immer. So Qualifikation und sowas, ne? Einfach Time Trial, war super. Scheiße, Mann. Nein, gestochen. Ja. Ja.
das Auto, wie ich so sehe, gibt es eigentlich einen R35? Ist es nicht der? War das nicht so einer? So ist halt von der Sicht viel besser. Ja, genau. Den meine ich ja. Müsste mal eine ganze Runde so fahren, so ganze Strecken. Oh, von Anfang? So sieht man halt einfach viel. Also viel, viel mehr. Im Cockpit bist du blind. Ohne Scheiß. Da siehst du gar nichts. Die Straße ist voll hell, ist nicht so dunkel. Boah, wie der abzieht. Ja. Ist das nicht ein Pagani? Das ist ja eine Alter. Weißt du, was am Bronco vor Bronco gut ist? Er ist halt von der Klasse das höchste. Ist halt ein 700er. Die anderen Modelle, die ich habe, sind alle nur so zwischen, mittendrin. 535. Erst mit fertig, was? Oh nee. Wow. Ja, da hast du viel mehr Übersicht, ich weiß. Aber das ist für mich kein Autorennen, Third Person. Das kann ich halt, das fühle ich halt so null, keine Ahnung. Manches ist viel einfacher, wenn du mehr Übersicht hast. Du siehst halt wirklich auch links, rechts und vorn zurück. Also ist krass, was du da alles siehst. So Third Person, ne? Klar. Aber irgendwie ist das kein Autofahren für mich. Das ist halt Mario Kart oder Kinderspielzeug. Weiß ich nicht. Also das ist für mich irgendwie kein Autorennen. Das ist dann noch. Ich versuche noch ein bisschen Non-Arcade rauszuholen aus dem Spiel. Noch ein bisschen Non-Arcade. Aber ist so schwer. So ein bisschen Racing will ich sie haben. Also sag Geschmackssache. Wisst ihr? World First, Mann. Einfach mit der Ansicht, einfach easy. Aber dann, ja, 7 habe ich doch probiert, als rausgekommen ist, aber nur mit Lenkrad dann. Nur mit Lenkrad dann. Weil das ist halt zu sehr Simulation. Was wir machen, Pupsi, 31.03. Falls dann noch alles okay ist mit mir, keine Ahnung. Versuche ich auch mal GT7 zu spielen. GT7, beste. Hey, Dingsbums. Ich habe Blaupausen für lauter neue Abenteuer und du hast Entscheidungen zu treffen. Immer Apex will ich. Habe ich alles schon.
Na dann komm, mach mal hier Herbie. Ich sag ihr, dass du verfügbar bist. Sie wird's nicht sagen, aber ich weiß, dass ihr das wichtig ist. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Ich hab mal so ein Querfeldein Challenge gemacht. Da bin ich durch so ein Tor durchgefahren und dann musste ich halt komplett querfeldein auf den Berg durch so ein anderes Tor. Also im Endeffekt im Moment. Wenn da steht, ich muss dahin, muss ich dahin, schau. Ich hab's euch gesagt, Querfeldein, let's go! Oh! Huch, das habe ich nicht kommen sehen. Also, das habe ich jetzt echt nicht kommen sehen. Du hast dein Ziel erreicht. Und jetzt? Wie? Was wurde denn hier angepinnt? Da war doch gerade die Challenge. Muss mich verarschen? Die haben wir doch schon, sind wir schon gefahren. Die hat doch gerade diese komische Challenge angepinkt, oder nicht? Dieses Ängste. Die hatte doch gerade. Hier war das doch. Schau mal, hier ist doch der Käfer. Da. Hey, Amiga. Hey, ich habe an dem Wochu gearbeitet und mehr über Papa Fernando erfahren. Komm vorbei, dann zeige ich dir, was ich meine. Wie? Wieso ist es 8 Kilometer? Na, dann fahren wir zuerst das hier. Ist das so eine Miniserie wie das andere mit den Messdaten immer für die Studenten erholen? Aber die habe ich schon gemacht, fertig, aber leider nur einmal mit 2 Sternen und zweimal mit 1 Stern. Das war ein bisschen, was weiß ich, ein bisschen wild. Scharf links abbiegen. Und ich glaube, die Challenges zählen nur, wenn ich gegen die Bots war, nicht gegen die Rivalen. Ich siege mit Leichtigkeit. Ich habe mich voll schwer getan. Kannst du mich verarschen? Ich bin am Struggeln hier mit Leichtigkeit. Jetzt einmal gewonnen. Ja, mit Broncos irgendwie alles easy win, ne? Weil es halt ein entspanntes Auto, man kann sich Zeit nehmen für die Kurven. Und den Schnellen ist es halt total schwer oder viel schwerer. Deswegen hat die eine Redakteurin gesagt beim Test bei GameStar, dass du kannst das ganze Spiel mit dem Bronco durchspielen, mit einem Auto. Das war ein bisschen traurig, hat sie gemeint, aber ich finde es eh komisch, dass jedes Rennen mit allen Autos fahren kannst. Und dann gibt es da keine festgelegten Regeln. So wie so Cups, wie bei
Gran Turismo oder so. Aber jetzt mal ehrlich, das ist doch wieder die gleiche Strecke wie vorhin. Identische Strecke gefahren. Wieso ist doch. Wieso fahre ich eigentlich immer von A nach B? Das, was ist das, sind die gleiche Strecke? Stehen nicht. Du musst für mich mal eine Strecke machen, Pupsi. Dann fahre ich deine ab. Das zu man nur schon einfach gut erfragen. Irgendwas hat keinen Fall geschrieben von Goliath. Und die einfach so rumfahren oder was? Random? Einfach so in der Gegend rumfahren, 10 Minuten? Erst zwei Auto? Einmal um die Map rum. Ach so, einmal die Map rum. Ist das ein Event? Also Apex, Apex Cup, oder? Ist doch blau. Aber schon cool gemacht und ich bin richtig stolz, dass das auf der Konsole so gut läuft. Dann das Pinke. Ah ja. Okay. Bis jetzt bin ich halt nur blau gefahren. Normal, oder? Man wird immer blau. Genau. Ich habe vorhin so ein Rift-Event gefahren, so ein Drift-Event meine ich. Total bescheuert. Bin ich gar kein Fan. So driften und Punkte kriegen. Verpasst. Kontrollpunkt. Und der Goliath ist. Was ist das? Ist das ein krasses Auto oder was? Ich kenne nur Goliath von Knight Rider. Durch Strecke ist so. Also, was ich momentan merke, sind es nur die blauen Events gefahren und irgendwie sind die Strecken fast immer gleich. Es gibt kaum Unterschiede. Also, auch die gleichen Kurven und so. Obwohl ich immer 100 Kilometer woanders hinfahre, ist immer das Gleiche. Das mit der Bande ist halt krass.
Ich würde es ja so schön fahren. Wie können die mal so viel Speed halten? Werden die denn nicht verlangsamen, wenn sie mich rammen? Oder ich sie? Darf man nicht bremsen, guck mal an. Ich kann die erst auf Höchstgeschwindigkeit überholen. An das Auto nehmen. Mein Problem ist, ich weiß halt nie, wo ich war. War das das da? Nee. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Fan von diesem Open-World-Scheiß. Ich möchte beim Rennen einfach ein Menü haben und fertig. Dieses Aussuchen auf der Karte und dahinfahren ist natürlich klar, wie ich schon gesagt habe, offensichtlich mit Autofahren und so geil, aber. Also. Welches war denn das jetzt? Ich merke das doch nicht. Ja, ich wollte einfach das fahren, was ich eben halt schon gefahren bin. Also, weißt du, eben erst. Also, ich bin doch eben Strecke gefahren. Wo war? War das nicht die da? Nee. Ich möchte da, wo ich jetzt Platz 5 bin, ein anderes Auto nehmen, damit ich weiter vorfahren. Das sieht aus wie so ein richtiges Grand Prix Circuit, krass. Im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt nehmen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Also Panoramika Sprint. Ich kann doch nicht immer alles im Bronco fahren, damit ich gewinne. Das ist ja krass, oder? Was ist Scheiße, Alter. Alles im Bronco fahren. Weil es am einfachsten ist. Borke, danke dir. Alter, dieses Ding muss ich mal umstellen. Das ist voll übertrieben hier. Geil. Wieso krieg ich nicht so ein anderes Auto da? Ich würde das feiern, wenn hier das gleiche Auto fährt.
Bronco hat doch beste Auto, ne? So, so viele Autos, eins reicht doch. Eieieiei. Ich kann. Lenk? Oh. Hast du gesehen, er hat nicht gelenkt? Ich habe voll eingelenkt und er später hat er gelenkt. Frech. Boah, wie es mich wegschubst. Krass. Einfach eine Tonne das Ding. Zwei Tonnen, 10 Tonnen. Dieses hakelige Lenken mit dem Controller, das hast du mit dem Lenker ja nicht so immer so kurz so nachkorrigieren. Wow, Handbremse. Urban Ride. Uah. Ja, mein Bronco ist okay, ne? Da kann man nichts sagen. Bronco Beste. Einfach das Spiel durchgeschafft.